Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich wollte auch kurz, bevor das Video losgeht, euch ganz kurz darauf hinweisen, ihr werdet eine Band in dem Video sehen. Das ist die Band Tanuki. Die wird bald live spielen, genauso wie The Weeps und auch weitere Bands. Und zwar in Laufern der Pegnitz auf den Weepstock. Diesen Termin für das Weepstock 2 solltet ihr euch auf jeden Fall warm halten. Das ist der 18. Oktober. Ich werde auch dort vor Ort sein und vielleicht treffen wir uns ja da mal. Wäre auf jeden Fall mega nice. Und wenn ihr Bock auf gute Musik habt und gute Unterhaltung, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es gibt Gaming Rooms etc. Deswegen schaut da mal hin. Wir sehen uns dort. Außerdem sehen wir uns auf der nächsten Frankenmax. Die nächste Frankenmax ist am 5. Oktober und ich hoffe, da sehen wir uns auch, weil da werde ich auf jeden Fall auch mit dabei sein. Hab sogar abends ein Panel über Reise nach Japan und werde euch da mal von den Erfahrungen berichten, wie das so ist und wie man ein bisschen Geld sparen kann in Japan, oder guckt einfach meine Vlogs an. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Galaxy Geek Festival 2019. Mir hat es mega Spaß gemacht und ja, einen kleinen Eindruck lasse ich natürlich im Vlog bei euch. Ansonsten vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das Video zu liken, um mir zu zeigen, dass es euch gefallen hat. Und willkommen zum nächsten Tag. Ich bin gerade bei der Wingsy zu Hause und habe gerade noch das Video geschnitten, was gerade rauskam. Jetzt geht's weiter zum Breakout TV, jetzt zum Steve. Und ja, der hat jetzt Geburtstag, deswegen düsen wir da jetzt hin. Genau, gestern Abend wollte ich noch filmen, aber da war halt einfach der Akku leer von der Kamera. Deswegen war ein schöner Abend gestern, wir haben richtig geil gedreht. Kommt ein cooles Video mit Simon, kommt ein cooles mit Jo und Buzzy, den ich gestern kennengelernt habe. Und es war auf jeden Fall ein wunderschöner Abend. Und heute geht's weiter und ich vlogge heute noch ein bisschen mit von der Geek Night in München. Deswegen, da kriegt ihr dann auch noch ein paar Eindrücke zu sehen. Bis dann, ciao! Hey Leute, wir sind jetzt beim Steve angekommen und gehen jetzt zur Geek Night. Was Geek für eine Festival. Schöne Jacke. Geek Festival. Ja, ich sag's halt einfach die ganze Zeit falsch. Deswegen kommt keiner und sagt in der Instagram Story, dass sie nicht kommen, weil ich es falsch geschrieben habe. Wir sind jetzt da und ey, die Schlange ist gigantisch. Ey. Ist echt krass. Bis davor geht's. Richtig gut besucht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich finde es gerade echt cool, dass ich Karten gekauft habe. Ich auch, Alter. Ohne Scheiße. Wir ziehen hier schon in der Warteschlange nach 5 Minuten die ersten aus. Oh. Nice. Mega nice. Naja, aber krass, ich habe ja einen anderen Kollegen, der hat sich hier komplett drauf gemacht. Das ist cool. Das ist auch nice. Ja, und dann hat er noch hier noch Bleach und so und deswegen. Und er arbeitet bei Adobe. Ah, okay, da darf man kreativ sein. Erwischt! Subscribe to PewDiePie! So, wir stehen jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde gleich an. Steve fängt schon an, er hat den Pegel, dass er anfängt, Leuten ins Gesicht zu beißen. Und dass er noch beim Gesicht hängen bleibt. Ja. Später, wenn er nicht mehr aufrecht stehen kann, beißt er dir woanders hin. Alle auf, nicht so nah, weil meine Jacke. Meine Jacke. Alle auf seinen Instagram-Folgen. Alle auf mein Instagram. Freaky Floki Son. Immer merken. Die Franken sind auch am Start, ey. Hi. Wir haben es fast geschafft bis zum Eingang. Juhu. Die Leute stehen immer noch, obwohl wir jetzt schon eine halbe Stunde drin sind. Jetzt ist es eine und eine Viertelstunde später und die Leute stehen immer noch krasser an als vorher. Das ist richtig heavy, Mann. Das ist richtig heavy. Und los. Warte. Versteht was? Ah! Shit! Oh no! Ja, wir wollten saufen. Wir wollten saufen. Was habt ihr denn Schönes? Das ist doch der Geek Festival Special. Super Soldier Zero. Beam me up, Scotty. Aber ich fühle mich noch nicht so, als wäre ich Outer Space oder so. Und ja, hier ist die Bar übrigens. Wir waren gerade in der Game Session drüben.
Der hinten wird dann noch später aufgemacht und da ist dann der Saal zum Updancen bei den DJs. Und so weiter und so fort. Cosplay-Wettbewerb ist auch noch am Start. Wir sind immer noch auf der Suche, also auf der Quest-Suche nach den ganzen Buchstaben von der Gilde. Und haben gesehen, wir waren vorhin live. Darauf waren wir live. Geile Idee, oder? Auf jeden Fall mit dem nächsten Song müsst ihr euch warm anziehen. Oh ja. Lamer Spruch, okay. Kennt ihr den Anime Death Note? Für den nächsten Song wird's ein bisschen härter. So brace yourself. So, also wir haben jetzt das letzte Stück des Siegels geschafft. Es hat gedauert bis fast 23 Uhr. So schaut's aus. Und ja, jetzt geben wir das gute Stück ab und gucken mal, was passiert. Als ob der Ton so gut wäre. Jetzt hört auf meine GoPro zu fronten. Du das eine, ich das es andere. Es bewegt sich, siehst du, wie sie so bewegt? Oh ja. Geil. Ich will gar nicht sagen, und könntest du nicht das? Guten Appetit, Ida Dagimas. Dankeschön. Kommst du gleich mit? Ganz kurz, um nochmal das Endergebnis zu geben. Oh my goodness, es ist ein Nigiri. Leute, wir sind jetzt von der Galaxy Geek Night wieder hier. Und ja, du bist ziemlich zerstört, ne? Wir sind um 5 Uhr ungefähr, 6 Uhr zu Hause gewesen. Gönn dir. Und war ein sehr geiles Event, muss ich wirklich sagen. Mit den Nintendo-Zocken und den ganzen Konsolen war sehr geil. Das Programm war sehr gut aufgestellt. Geile DJs dort vor Ort und Tanuki hat sehr geil gespielt. Viele Leute getroffen, war mega nice. Kuruno war dort, echt auch richtig geil. Jetzt muss ich mir erstmal hier die Nigiri schnappen. Willst du noch eins? Bro, was los? Die Dinger schmecken fast so wie in Japan damals, die richtig geilen Sushi-Dinger. Hammer. Ja, und ich habe keinen Platz mehr, ich muss ja alles aufessen. Sehr geil, Fazit, hammergeiles Ding. Und Steve, hast du noch was zu sagen zu dem Event? War schon geil. Ja, wir haben richtig durchgefeiert, seinen Geburtstag noch nachgefeiert, deswegen. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, der kleine Trip, der kleine Vlog, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Und vor allem, lasst uns quatschen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Sayonara, ciao. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Aktiviert die Glocke. Aktiviert die fertige Glocke. Okay.